Herbert Kickl ist gestern auch bei meiner Kollegin Susanne Schnabel im Report zu Gast gewesen, um über seine bevorstehende Aufgabe als FPÖ-Bundesparteiobmann zu sprechen. Zuletzt hat es ja für ihn auch aus den eigenen Reihen nicht nur Zuspruch gegeben. Manfred Heimbuchner etwa, der oberösterreichische FPÖ-Chef, hat im September eine Landtagswahl zu schlagen und würde danach wohl gerne die Koalition mit der ÖVP im Land fortsetzen. Für Kickl ist die ÖVP deklariertes Feindbild. Gehen die Bundes- und die Landesorganisationen der FPÖ da getrennte Wege? Das ist eine andere ÖVP, mit der wir es hier zu tun haben. Und ich glaube, wenn Sie den Herrn Stelzer fragen würden, ob er sich zu 100% identifiziert mit dieser türkisen Karrieristentruppe, die da in Wien gerade zeigt, dass sie vor nichts zurückschreckt, um sich den Staat unter den Nagel zu reißen, dann würden Sie da wahrscheinlich sehr, sehr kritische Worte hören. Ich bin weit davon entfernt, in eine gut funktionierende Zusammenarbeit in Oberösterreich eingreifen zu wollen. Manfred Heimbuchner und seine Landesgruppe wissen sehr, sehr gut, was in Oberösterreich zu tun ist. Also kein wir wissen sehr, sehr gut, was hier in Wien zu tun ist. Und sehen Sie, das ist die freiheitliche Position. Wir haben ja nicht umsonst den Begriff der Freiheit, was ja nichts anderes heißt als Selbstbestimmung bei uns im Parteinamen. Und so leben wir das auch parteiintern, auch wenn es Ihnen und anderen nicht gefällt. Mit Gefallen hat das nichts zu tun. Wir werden ja sehen, wie viel Zustimmung Sie bekommen am Parteitag in Wiener Neustadt in knapp 2 Wochen. In Prozent gemessen, ab wann haben Sie wirklich alle hinter sich? Also welche Latte legen Sie sich? Norbert Hofer hat mehr als 98% bekommen. Also ich werde mich hier auf keine Prognose einlassen. Eines kann ich Ihnen aber schon voraussagen, Frau Schnabel. Es ist ziemlich egal, wie es ausgehen wird. Sie und einige Ihrer Kollegen werden wieder ein Haar in der Suppe finden. Na, dann nennen Sie uns doch eine Prozentzahl. Also nein, das mache ich ganz bewusst nicht. Sonst kommen Sie vielleicht noch auf die Idee, dass ich über den ORF irgendeine Form von Druck auf die Delegierten ausüben möchte. Das will ich nicht. Wir werden sehen, was herauskommt. Ich bin davon überzeugt, dass es ein großes Votum der Geschlossenheit sein wird. Dann lassen wir uns überraschen. Herr Kickl, planen Sie auch personelle Änderungen vom Generalsekretariat abgefangen, Ihren Stellvertretern um die Partei, wie auch aus Oberösterreich gefordert, breiter aufzustellen? Ja, Sie sind ja eigentlich dafür bekannt, dass Sie sehr solide und sehr genau recherchieren. Dann würden Sie wissen, dass der Parteitag, der jetzt stattfindet, ein außerordentlicher Parteitag ist. Und bei diesem außerordentlichen Parteitag gibt es die Möglichkeiten dafür gar nicht. Da geht es darum, die Position, die frei geworden ist, und das ist die des Bundesparteiobmannes, neu zu besetzen. Und sollte ich Bundesparteiobmann werden, dann wird dadurch auch eine Stellvertreterfunktion frei. Und dann geht es darum, diese Stellvertreterfunktion nachzubesetzen. Haben Sie schon einen Vorschlag? Das ist ja eigentlich relativ logisch, und ich habe das auch in der letzten Sitzung des Parteipräsidiums zur Debatte gestellt. Das kann ja nur ein Landesparteiobmann sein, der bisher noch nicht in der Stellvertreterfunktion ist. Und ich werde mich in den kommenden Tagen da auch mit den Präsidiumsmitgliedern beraten, wer denn da die geeignete Persönlichkeit ist. Aber da haben sich eigentlich alle in alle Richtungen offen und gesprächsbereit gezeigt. Also auch hier kein Konflikt. Okay, dann kommen wir zum Inhalt. Den haben Sie ja formuliert, nämlich wie Sie es anlegen wollen. Das heißt Oppositionspartei, Sie wollen in die Auseinandersetzung, insbesondere mit der vom Bundeskanzler Kurz geführten ÖVP gehen. Kurz muss weg, hat man zuletzt auf dieser Demonstration gehört, neben Neonazis, neben rechtsextremen Identitären. Herr Klubermann, wollen Sie auch als Parteichef diese Politik künftig auf die Straße tragen oder weiterhin auf die Straße tragen? Also ich bin niemand, der sich vor den Menschen fürchtet. Das werde ich auch jetzt in weiterer Folge genauso halten, den Kontakt zur Bevölkerung zu suchen und nicht mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, so wie Sie das jetzt auch hier in dieser Wortmeldung oder in dieser Frage auch angedeutet haben. Also quasi, da gibt es die etablierte Politik, das sind die feinen Herrschaften, und dann da gibt es da draußen die schmuddeligen Leute, das sind die, die auf der Straße demonstrieren. Das passt ein bisschen übrigens zum Sittenbild, das in den Chats des Herrn Schmidt, der vom Pöbel gesprochen hat, offenbar wird. Da gehöre ich nicht dazu. Da habe ich einen völlig anderen Zugang. Ich glaube, dass es notwendig ist, in der Verteidigung der Grund- und Freiheitsrechte, und das ist ja das große Thema, das vieles von diesem Kurz muss weg inhaltlich ausmacht, darauf sollte man dann auch einmal eingehen, dass es da notwendig ist, einen Schulterschluss mit der Bevölkerung zu suchen. Und dafür bin ich mir nicht zu fein und nicht zu gut, weil es notwendig ist, den Widerstand so breit wie möglich aufzustellen. Und ich würde mich freuen, wenn die Medien da auch einen Beitrag leisten würden und nicht zum Lautsprecher der Bundesregierung verkommen würden. Da sind wir im Report ja ganz bestimmt nicht, Herr Kickl.
angesprochen auf diese Demonstrationen. Da war jetzt ja von mir ganz dezidierte Rede. Da waren ja nicht nur kritische Bürger dabei, sondern auch Neonazis, rechtsextremen, eingestuften Identitären. Wo ziehen Sie da die Trennlinie? Sprich, wird unter Ihrer Obmannschaft der Vorstandsbeschluss weiterhin aufrecht bleiben, keine personelle, funktionelle und auch aktionistische Überschneidung mit diesen Gruppierungen zu haben? Ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, das in Frage zu stellen. Das liegt doch auf der Hand und das ist doch eine technische Notwendigkeit, die jede Partei für sich hat. Sie können ja auch nicht Mitglied in der Sozialistischen Partei sein und gleichzeitig eine Funktion bei der Freiheitlichen Partei haben. Das geht sich auch nicht aus. Also aber ich sage Ihnen, ja, das bleibt aufrecht. Ich sage Ihnen aber auch eines: Für mich ist die patriotische Gesinnung, wenn sie ein Mensch in sich trägt. Für mich ist Heimatliebe, wenn sie ein Mensch in sich trägt. Sofern das alles auf dem Boden von Demokratie und von Rechtsstaat und unter Hochachtung der Grund- und Freiheitsrechte passiert, dann ist das etwas Positives und etwas Achtenswertes. Und die wahrhaften Gefährder von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Verfassung, Frau Schnabel, und das ist genau die Problematik, die wir in diesem Land haben, die sitzen bei uns in der Bundesregierung. Das sind die türkisen Karrieristen, die die eigene Partei und die Republik zugrunde richten, damit sie sich selber bedienen können und ihre Machtgelüste ausleben. Herr Kickl, das haben Sie schon gesagt und Sie haben auch gesagt, der Bundeskanzler muss bei einer Anklage zurücktreten. Jetzt ist ein niederösterreichischer Landesrat aus Ihrer Partei, der Herr Waldhäusl, bereits angeklagt wegen Amtsmissbrauch. Er will aber nicht zurücktreten. Wann sprechen Sie ein Machtwort? Ich glaube, es geht um eine Differenzierung dessen, was man jemand vorwirft. Und Sie werden sich daran erinnern können, dass ich jemand gewesen bin, der Gottfried Waldhäusl verteidigt hat, als ich Innenminister gewesen bin, also aus meiner Sicht völlig zu Unrecht für seine Maßnahmen im Asylbereich an den Pranger gestellt wurde. Ich sehe das genauso. Hier muss man differenziert an die Dinge herangehen. Schauen Sie nach Italien. Wir haben dort meinen ehemaligen Innenminister Kollegen Salvini gehabt, den man vor Gericht zerren wollte, deshalb, weil er seine Heimat vor illegaler Migration schützen wollte. Im Grunde genommen haben wir es hier mit einer gewissen Parallelverschiebung zu tun. Und ich glaube, man muss sich hier jeden einzelnen Fall extra anschauen. Das ist etwas völlig anderes, als wenn sich ein Bundeskanzler hinstellt und das Parlament belügt. Also er muss nicht zurücktreten, dann gelten zwei Maßstäbe, die Sie anlegen. Nein, es gilt eine differenzierte Betrachtungsweise, denn sonst würden Sie uns wieder vorwerfen, alles über einen Kamm zu scheren. Und das gilt ja dann immer als besonders undifferenziert. Ja, aber das macht ja Tiroler FPÖ-Chef Abwärtsgang nicht. Er hat gesagt, wer konsequent sein will, der muss natürlich das auch in den eigenen Reihen einfordern und sagt, Herr Waldhäusl muss jetzt zurücktreten oder sein Amt ruhen stellen. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden auch hier noch zu einer einheitlichen Sprachregelung kommen.